Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ETS, ATS. Goddammit, was ist denn los mit mir heute? Ich habe schon seit Jahren kein ETS mehr gespielt und sag ja aber andauernd ETS. Das ist ja nicht mehr... Ja, ich sehe, das ist nämlich genau das Gleiche. Das ist, aber wie gesagt, dieser Bug ist nicht irgendwie bei mir hier, sondern das haben wir gesagt, alle. Selbst SCS. Das ist denen aber nicht aufgefallen. Ich meine... Ich dachte, die haben gerade in der Dokumentation, die sie veröffentlicht haben, gesagt, die haben so ein schönes Qualitätskontrolle-Team, dass denen das nicht aufgefallen ist. Wie gesagt, entweder liegt es wirklich daran, dass sie Texas verkackt haben, in dem Sinne, dass Texas verbuggt ist, oder die haben an der Engine irgendwas geändert, an diesem Navigationssubsystem haben sie irgendwas verändert, was nach hinten losgegangen ist. Oder es liegt wirklich einfach daran, dass Texas das Spiel insgesamt so aufgebläht hat, dass die das Navigationssubsystem das einfach nicht mehr handeln kann. Und dementsprechend immer wieder aufgibt. Und dann halt alles neu anfängt. So, wir haben die große Last. Du brauchst der Schnieke aus. So, alles frei, sehr gut. Warum schickt er uns nach hinten rum? Nö, wir fahren vorne rum. Wir kennen ja bereits den Weg. So, dann machen wir mal direkt wieder Musik an. Warum legen wir an, ja? So rundum leuchten halt. So. Passt alle Wunderbärchen. Kommt man nicht hier raus? Aber wir fahren mal hinten rum lang, mal gucken, wo er uns da lang schickt. Guck mal, was wir hier für komische Doppelwänden hätten machen müssen. Da wären wir doch mit unseren Aufliegern nie lang gekommen. Kannst du doch vergessen. Jetzt hier kommen wir nicht lang. Das Auto wird leiden. Ja. Das Auto haben wir gestriffen. Und jetzt? Hey, wir sind ja auch komplett falsch. Och nee, komm. Ich wusste schon, warum ich gerade gespeichert habe. Aber müssen wir schon wieder warten. Also wir wissen, auf dem Gelände dürfen wir uns nicht nach dem Navi richten. Das kennt sich mit dem Gelände überhaupt nicht aus. Der schickt uns dabei sehr dubiosen Ecken vorbei. Fahren wir also genau so, wie wir reingefahren sind. Weil hier kommen wir überall locker lang. Guck mal, wie viel Platz wir hier haben. Ist das nicht ein Traum? Wir haben hier wahrscheinlich einfach zu viel Platz. Oder die haben verpatzt, diese Straße hier im Navi einzutragen. Und deswegen kennt das Navi diese Straße hier gar nicht. Kann natürlich auch sein. Ja, yeah, $13.000 Cash. Oh, schon Schwung geholt, damit wir jetzt hier hochkommen. Ich meine, letztendlich gilt aus dem Stand, könnten wir hier beschleunigen.
Aber halt maximal so mit 3 mph oder so, weil wir halt im ersten Gang festhängen oder so. So, links ist frei. Sie mal stehen bleiben müssen, bevor sie abbiegen, Alter. Bleib grün, bitte bleib grün. Ah, ich hoffe es, ich hoffe es. Yeah, easy. Easy. Turn left. Wie man halt um Himmel willen die Ampel leider nicht sieht. Ah, doch so. So, links frei, sehr gut. Geht einfach vor mir nach rechts, als Klubs, ja. Ich bin immer noch der Meinung, dass das Lied klingt wie von OMFG. Yo,
Muss ich hier überhaupt runter? Ja, ne? Sieht so aus. Ah, ouch. Aber kein Frachtschaden bekommen. Klar. Ach, die Reifen haben 7% Schaden. Boah, Alter. Wir müssen mal wieder zur Werkstatt fahren, gell? Ich dachte jetzt irgendwie, wir haben jetzt hier voll, ne, hier Aufbau und so komplett gerade gefickt. Aber nö, da haben wir gerade mal 1%. Sind immer noch bloß die Reifen, die so viel Schaden haben. Sehr schön. Oh, Aussichtspunkt. Wo ist denn der? Auf der Ausfahrt oder auf der Hauptbahn? Auf der Hauptbahn. Hier auf der Hauptstraße. Freeway. Ach, das Ding. Ach, das ist ein vieles Fotoding. Ah, die Dinger verwirren mich. Diese hässliche Figur auch noch, dass man die fotografieren muss. Was ein Abfuck. Wie tief ist dieses Spiel gesunken, Alter. Ganz ehrlich, so ein Dreck. Am besten noch schön in den Schritt zoomen. Ist da vorne ein Aussichtspunkt? Wenn ja, ist es zu spät. Jetzt gerade sowieso. Nee, sieht eher aus wie ein Arbeitsamt, oder? Ah, wer weiß. Ich würde mich aber mal interessieren, wo wollen wir eigentlich lang? Fahren einfach. Hauptsächlich die Straße, wo wir letztens auch schon mal lang gefahren sind, also die wir kennen und lieben. Aber ab hier hinten fahren wir ein neues Gebiet. Okay, verstehe. Hier, diese Autobahnkreuzung. Selbst auf der Map sehen die schon schön aus. It's fucking amazing. Ich hoffe mal, ich baue mit dieser Kamera an sich nicht allzu viele Unfälle. Weil es schwerer als es aussieht.
Alter, ich erhätte schon rum. Deswegen gerade auf gerade Straßen fahren ist das Schwerste. Das klingt so behindert, Alter, Leute. Jetzt überholt schon. Yeah, Suburban, wir lieben dich. Ich hoffe, er und Bella Perth machen mal wieder ein Lied zusammen. Kann nur geil werden. Die beiden passen echt. Also da haben sich zwei gefunden fürs Leben. Dieser schon fast. Ich weiß gar nicht, wie man sowas nennt, aber dieser Stil, den halt Suburban an den Tag legt. Zusammen mit dieser sadden Grund. Wie sagt man, also wie gesagt, Bella Perch und Suburban, die passen halt wie Deckel auf den Topf, Faust ins Auge, keine Ahnung was. Wie gesagt, die machen beide für sich gute Lieder, keine Frage, auch super geile. Gerade jetzt das neueste von Bella Perch ist halt mittlerweile auch schon ein paar Wochen, mittlerweile Monate her. Also, sie alleine kann natürlich auch geile Songs machen. Und wie man sieht, hört, Suburban natürlich auch. Aber trotzdem würde ich mal wieder ein Lied, dass sie ein bisschen mehr zusammen machen. Das wäre jetzt nicht nur Pornos, sondern auch ein bisschen musikalisch. Alter, wie weit dieser Horizont geht. Das ist schon krank. Ah, es war gerade zu viel mit einmal.
Auto biegt ab, Brücke verschwindet mir die Sicht, da vorne kommt noch ein anderes Auto. Ich muss lenken und dann wieder gerade werden. Eieiei. Ich war mir gerade 2-3 Sekunden lang sicher, dass ich definitiv einen Unfall bauen werde. Aber doch, alles gut. Jetzt nur nicht schwach werden, Ronny. Nur nicht schwach werden. So, da vorne kommt der wunderschöne Bogen. Guck dir das an, Alter. Oh, links frei. Keep left. Just like a spark that's breaking out. Can't break a strike, can't turn back now. You know that there's no room for doubt. Aber merkt schon, in der Kameraansicht sind definitiv viel mehr Details vorhanden, die sich die ganze Zeit auf dem Bildschirm bewegen. Meine CPU ist jetzt schon so die ganze Zeit auf 30%. Also wesentlich höher, als wenn ich die ganze Zeit in der normalen Kameraansicht fahre. So, dann müssen wir runter. Noch weiter runter, okay. Das Schild gerade, Alter, wie mir das erstmal die gesamte Sicht geklaut hat. Nächstes Mal klatscht es. Da kommt sie vorbei. Achso, siehst du? Mal gucken, kann man das, was man da fotografieren soll, auch von hier erkennen? Kann man auch von so weit weg Fotos schießen? Ja, kann man. Ah, Trophäe. Texas and the Pacific Lofts. Okay. Dann müssen wir jetzt eigentlich hier dieses Ding da... Genau, Hammer. Cool. Cool.
Sonnenuntergang, wow. Naja, noch nicht ganz, aber. Zumindest steht die Sonne schon fast so, dass wir sie sehen können. Unsere Hälfte können wir sogar schon sehen. Wisst ihr, wie sieht es eigentlich aus? Wir haben noch 25 Stunden, wir brauchen noch 5 Stunden. Das heißt, einmal pennen gehen ist kein Problem. Müssen wir uns nur raussuchen, wo. Ich glaube, am besten direkt hier. Ja, hier, da ist ungünstig. Und nichts ist erst da hinten. Ich glaube mal, das ist definitiv viel zu weit weg. Ja, in 2 Stunden. Obwohl, andererseits müsste eigentlich fast passen. Ich muss mal nachgucken, wie viel Zeit wir noch, also wie lange wir noch wach bleiben können. Ah, 5 Stunden. Okay, dann passt es doch. Was waren das da gerade für Sprüche? Lass dein letztes Wort nicht haha gewesen sein. Das letzte konnte ich leider nicht mehr lesen. War es jetzt so ein unterschwelliges Ding? Stück jetzt hier nicht auf der Autobahn oder was? Hier ja schon ganz schön, also. Holla die Waldfee. Oh, dieser Schatten, Alter. Es ist so schön, ich kann nicht mehr denken. Dieses Spiel ist einfach zu geil. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Und da merkt man auch schon wieder, ne? Ich fluche ja und meckere ja sehr viel über das Spiel. Ja? Aber du kannst letztendlich trotzdem sagen, was du willst. All diese negativen Punkte schaffen es halt nicht mal, das Spiel auch nur anzukratzen. Es ist halt trotzdem einfach so krass geil, dieses Spiel. Gerade was die Grafik angeht, es sieht so unendlich schön aus. Diese Aussage war sponsert bei SCS Software. Nein, weiß ich nicht. Hört auf. Also eins weiß ich, wenn ich meinen jetzigen Job irgendwann mal nicht mehr machen sollte, dann werde ich Testspieler bei SCS Software. Kann ich den ganzen Tag, 8 Stunden am Tag, das Spiel spielen. Das wäre sick. Sicker Style. So, wir sollten by the way jetzt hier, ich mach einfach mal hier, komm. So. Wir hätten doch da oben rauffahren können, aber ganz ehrlich. Wir sind Sonderfahrzeug, wir dürfen das. Speichern. Bitteschön. Dann soll das für diese Folge gewesen sein und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, wenn es dann heißt, die restlichen knapp 300 Meilen fahren. Bis dann.